Willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate auf der Nintendo Switch, der Story Mode. Mein Kollege ist immer noch am Spielen und teilweise, ich glaube, ist ein bisschen am Verzweifeln. Aber zum großen Teil meistert er sehr gut. Fan. Da reicht schon einer. Ich hab gesagt, es reicht einer. Das wird nicht ganz so schön jetzt. Vor allem, ich weiß nicht, welchen ich gerade angreife. Ich habe aktuell keine Ahnung. Ich würde gerne wissen, wer ist der mit dem, der schon hartes Damage abbekommen hat, außer ich. Wow. Boah. Wir machen ja Schaden. Ja, ist ja klar, was auch sonst. Lol. Ich hasse diese Map. Ich hasse sie so sehr, warum? You will survive. Warum kriege ich lauter Maps, die ich hasse? Ui, die sieht aber auch irgendwie mit dem Rumspringen da und das lag bis tot, wirkt erst ein bisschen complicated. Das ist es nicht, ich mag die Map einfach nicht. Ich mag die Standard-Maps einfach. Oder so. Na, oh, jetzt regnet's auch noch. Ey, Kotzenstrahl. Ah, oh, das ist Pikmin-Map. Die ist eigentlich ganz lustig. Als Pikmin an sich. Vor allem der Riesen hier. Ja, aber ist nicht ganz so witzig, wenn du in diesen Wasserstrudel reinkommst. Nein! Hast gesehen? Ja. Aha. Wie lange hat der Tank geworfen? Der wer? Tanken. Den ganzen Tag. Und dann, ob die so offen haben. Ich glaube bis 11. Warum? Ich könnte noch Sips kaufen gehen, hab nur vergessen, was zu kaufen. Ja, hätte ich jetzt auch Bock drauf. Gut, mach mal nach dem. Ich google mal, wenn die offen hat. Die Shell-Tanke meinst du, oder? Ja, die hat bis 11 offen. Das weiß ich sogar. Die einzige Tanke, die ich weiß. Ich dürfte bis 11 offen haben, wenn ich mich nicht täusche. 22 Uhr. 22 bis 10? Hey, warum? Ich bin das letzte Mal irgendwann mal um 11 dort gewesen. Okay, ja gut, mal. Das war, während die anderen offen haben. Gib mir das Essen her, gib mir das Essen her! Lust auf einen Nachtspaziergang nach Nachbarort? Ich war schon mal eine andere Tanke. Das wäre schon echt wieder. Das wäre schon wieder was, aber. Eigentlich wäre es ganz lustig, ne? So mal. Soll ich wieder anrufen, dass wir wieder die gleichen Leute dabei haben? Ah, der M-Typ. Ja. Ach, du machst es weiter. Nein! Nein! Ich bin schon wieder in den Tod gesprungen! Ah! Ruhig, Blut. Da wird's. Ich kotze langsam echt einen Strahl. Das hast du noch nicht erlebt. Du kotzt gleich so einen Strahl. Alter. Bin gleich ja da. Ich erkläre jetzt die Gidi-Gis. Ich meine,
Hasscharakteren dazu. Klar, ich habe schon 51%, normal. Was auch sonst. Boah, geht auch. Bitte. Nein! Vielleicht gibt's total Krieg! Ja, ist schon recht, Alter. Ja, boah. Nicht ganz so feierlich. Ja, gut. Ja, der erste ist weg. Nein! Hallo. Tag. Ich glaube, ich kriege hier gleich einen Kotzreiz. Die machen immer die gleiche Attacke, die fuckt so ab. Müsst ihr die machen, oder kannst du dir was bringen und beim anderen weitermachen? Oder machst du das, um deine Ehre zu retten? Ich mach's, um meine Ehre zu retten. Weißt du, was das Problem an der Sache ist? Ich sag, du musst dir erstmal eine haben. Sorry. Wie sagst du, die hab ich eine. Sehr witzig. Du meinst, um etwas zu retten, muss man auch erstmal das haben, oder? Oh, geh da weg! Kriegt euch so einen Kotzreiß, das hast du noch nicht erlebt. Die fuckt mich gerade ultimativ ab. Nein! Der nächste bringt mich um. Leider. Okay, es war der nächste. Es wird schon. I know it. Ich bin jetzt nicht der geduldigste Mensch in solchen Situationen. Deswegen kotzt mich das ultimativ an. Nein! Warum springe ich jetzt zum 10. Mal gefühlt in den Tod?
Übrigens, Entschuldigung, falls die Bitrate nicht hundertprozentig gut war, Super Smash Bros. Das ist halt mal, weil es eine andere Nummer. Das wird ab dem nächsten Part, das ist Part 5, ist das verbessert und die Bitrate dürfte besser sein. Entschuldigung. Entschuldigung, sie muss es hinspressen. Glaub ich irgendwie nicht. Geh weg! Oh, ist noch fünf Jahre langsam, Alter. Die Käfer sehen voll süß aus, auch wenn es die gar nicht sind. Boah! Das heißt, in dem Part hier machen wir einfach nur easy going hier, die Map hier gefühlt. Siehst du das? Also Käfer über Käfer über Käfer. Was für Käfer über Käfer über Käfer? Das ist der Name von diesem Part, weil die Käfer sind, weißt du? Das sind keine Käfer, das sind Pinguine. Nein, aber da hinten im Hintergrund. So. Den Käfer über Pinguine über Käfer, ist das besser? Nee, du kannst das ja Käfer DDD nennen, weil der heißt King DDD. Käfer DDD, Käfer, 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 ist gut. Mensch, ich hab mal hier Wert drauf, ich bin ein dummes Kind. Das machst du doch nutzen, wenn man es drauf hat, ne? Es ist ein Shiny DDD. Es kommt auch der richtige Boss, der richtige Gegner dazu. Fickt euch! Ich komme ja, einer kommt jetzt her, komm! Also wir haben jetzt deswegen Bitrate-Problem, das haben wir bis zum nächsten Part hoffentlich behoben. Einigermaßen. Ich triggert mich übelst mit den Bitrate-Dingern, aber das ist halt so jetzt. Ich kann's gleich so strahlen. Lass du die Gruppe ändern, okay? Hm? Ja, probier mal mit einem anderen Kämpfer vielleicht. Was tue ich hier gerade? Ich probiere hier gerade alle durch. Also ich komme mit der am weitesten. It will work. One day it will work. Ist ja doch die schnellste, deswegen. Oh. Ja, ist klar. Mache ich auch immer. Ich werde angegriffen, mich katapultiert so hoch und ich mache einen Gegenangriff. Sonst noch was. Das ist halt nicht mal ein Gegenangriff gewesen, einfach ein normaler Angriff. Was? Ach so, das ist die Map zu Ende oder wie? Das eliminiert mich jetzt einfach. Cool. Es regnet auch schon wieder, ey, ich kotze so ab. Was?
richtigen getroffen. Ja, komm, jetzt wird's doch was, ja. Ich spüre es förmlich. Ja, ich nicht. Aber wenn's was wird, dann feier ich. Aber wenn nicht, dann überspringen die Map. Weil ich nichts mache, dann kotze ich jetzt einen Strahl. Dann kannst du dich schon mal bereit machen, dass du es aufwischen darfst. Schmeiß schon alles weg hier, Alter. Boah, Alter, Glück. Nein! Was leck mich? Ja, jetzt kannst du die wegfegen. Ein zumindest. Weil das sind noch zwei da. Ja, bloß der nächste Hit tötet mich! Gut, komm, jetzt halt. Einer ist nur noch da. Ja, ständig die Sekundenattacke. Gut. Ja, Mann! Nach 50 Versuchen, Alter! Geht doch. Brauch nur genügend Versuche. Hat man in Dark Souls gelernt. Du hast genügend Versuche. Lernt man in Dark Souls. So, das kleine Kid machst noch jetzt. Und dann geht's im nächsten Part mit den anderen weiter. Aber das machen wir jetzt noch hier. Denkst du, ich schaff's? Was? Ich hab's mit der Score, ja. Kid. Vier Marios! Ich will jetzt schon kotzen. Also, bist du doch froh, dass wir einfach gewählt haben, oder? Ja, ja, ich bin froh. Da sind wilde Winde. Das ist ganz schön Wind. Nicht ganz so schön, wenn du am Ende der Map stehst. Das glaube ich dir. Nein! Spring doch, du dumme Ho! Wow! Das war knapp, Alter. Das ist... Nein, ja, mit dem scheiß Wind, das fuckt ab, ich kann so nicht steuern! Einer hast du mal weg. Oh! Boah, da musste ich da gerade aufpassen, dass mich der Scheiß nicht trifft. Halt dein Maul! Okay, die Winde sehen belastend aus irgendwie. Oh! Oh komm, jetzt kannst du es mit einer. Ui. Nein! Vor allem, wie kann das sein, dass die Marios denn eigentlich standhalten? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Normalerweise müsste ich die Map eigentlich mit Mario nochmal machen. Und dann eigentlich, ob das bei mir genauso geht. Weil wenn, wäre es hart rassistisch. Probier mal hochzuheben und deine Arme nicht auf den Tisch abzulegen. Oder das hat bei mir das Mikrofon. Ich bin glücklich, wenn ich jetzt leben ja. Rauskomme. Boah, fuck, hört mit dem Dreckswind auf. Boah, wie Damage ich kriege, Alter, das ist nicht mehr schön. Boah, ich bin tot. Ich brech so einen Strahl. Wir gehen da gleich raus nach der Runde, wenn du das geschafft hast. So, be positive. Das macht noch sind keine Winde. Ja, noch nicht. Jetzt. Ich fange jetzt an.
bin gerade nicht der Überlegung, was ich machen soll. Gewinn! Nein, aber ich bin Bär! Das war eine dumme Idee! Hab gerade überlegt, ob ich den Pushback nutzen soll von dem scheiß Wind, um mich nach vorne drücken und wieder einen richtigen Boost zu geben, dass er wegfetzt. War keine gute Idee. Ja, vielleicht glaubst du jetzt. Um genau zu sein, war eine scheiß Idee. War mit Abstand, glaube ich, die dümmste Idee, die ich jemals hatte. Boah! Bin schon wieder an der Ecke. Schon wieder nicht mehr schön. Oh! Oh! Schon wieder nicht mehr schön, Mann! Das wird sich so sehen. Du musst, ich glaube, der Trick ist bei der Map. In dem Moment, wo gerade keine Winde sind, musst du einen immer runterboxen. Und wenn Wind ist, musst du das einfach irgendwie in der Luft halten und nicht runterfallen. Das ist der Trick dahinter. Tatsächlich? Denkst du wirklich? Ja. Was versuche ich hier seit 50 Versuchen gefühlt schon? Ich weiß. Ich kriege Lagerkoller. Das ist halt einfach echt witzig. Vor die Fußsache muss ich gerade. Es ist jetzt Content pur. Du musst so unfassbar krank gegensteuern, das ist nicht schön. Hätten sie auch ein bisschen weniger machen können. Nee, die wollen dich hart rannehmen. Und zwar vertikal von hinten. Jetzt komm her! Jetzt wird gefistet, Alter. Jetzt geht die Fisting-Action gleich los. Sonst krieg ich... Fisting-Action. Oh! Nein! Weg! Alles gut. Wollen wir erst eine Pause machen? Dürfen wir weitermachen? Boah, das ist mit Abstand die schlimmste, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Wäre das jetzt nicht mein Zeug hier, würde ich das Teil nehmen und so durchfeuern, das hast du noch nicht erlebt. Das ist... Das ist das. Jo, ich hab's auch mal geschafft, meinen alten Pro-Controller zu schrotten, weil ich das Ding geschafft habe, absolut rennt von dem Rest. Und auch was besser. Gut gemacht. Lag übrigens an, Fortnite. Bei dem schon. Scheiße. Aber ich wollte es nicht ausprobieren. So, ich würde vorschlagen, wir enden den Part und weil das geht hier noch eine halbe Stunde. Warte, Im nächsten Part, chill. Im nächsten Part hat ein Team Web einfach schon gemacht, wenn es weitergeht. Suche ich nur gerade was bisher. Das ist doch direkt, dass man es nicht sehen kann. Dementsprechend im nächsten Part hat er die Map schon gemacht und wir machen dann quasi weiter. Lass doch weiterlaufen. Oder wir lassen es weiterlaufen. Ach, ich krieg ja so einen Brechstrahl, das hast du noch nicht erlebt. Hoppala, aus wird auf B gekommen. A und B. Immer diese AB-Scheiße. Okay, wir machen weiter. Nicht mal Xbox-Störung, Alter. Erstmal Pause. Vielleicht gibt's danach dann besser. Er tut Frustechsen sein Eis. Man sieht dir das Leiden so richtig gerade an. Okay, aber ich glaube doch, es ist das Beste. Das wird mir schlecht. Boah, das war definitiv zu viel Eistee. Was denn? Also, ich glaube, die Hälfte meist.
Oh, na. Fast ein Liter auf Ex drücken von Eistee ist keine gute Idee, macht es nicht nach. Ich war fast ein Liter, Alter. Der Vater auf einmal gehext. Boah, fuck, man. Oh, Alter, ist mir grad schlecht. Boah, ist mir schlecht, Mann. Okay, Markus, Pause. Oh, jetzt glaube ich, kotze ich echt gleich einen Strahl, wenn ich nochmal so eine Scheiße erleben darf. Dann glaube ich, wird's echt wahr. Oh Gott. Ja, weil das wird der beste Part hier. Legendär. Da haben wir uns immerhin nicht nur leere Worte, sondern passiert das Ganze auch. Der Part wird legendär. Da! Von links und von rechts! Ich glaube, ich nenne den Part um zu der Kotzreis des Todes. Das passt so gut. Soll ich die Metzemix auch noch exen? Ey, wollen wir eine Abmachung machen? Ich will nicht, dass du hier kotzt, ne? Das wird schon nicht passieren. Das sind Kotz und Unterdrücke drin, das geht außerdem nicht. Außerdem wollen wir gleich auch noch ein bisschen, Alter, das ist ein bisschen das Tank ist, gelaufen. Das ist Cola. In Cola ist Kotz und Unterdrücke drin. Genauso wie in Eistee, weil da noch mehr Zucker drin ist. Wie du meinst. Aber denk dran, von dem kann es nicht passieren. Wir wollen gleich noch so für jeden laufen. Tod. Oh, fuck, Alter. Ach, das machen wir im nächsten Part. So, boah. An dieser Stelle machen wir im nächsten Part weiter, weil sonst ziehen wir den Part zu sehr in die Länge. Dieses Challenge machen wir im nächsten Part. Oh. Und ich sag jetzt danke fürs Zuschauen und macht's bis zum nächsten Mal. Have fun and bye. Boah, so viel Konzentration, Mann.